Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerade haben wir den digitalen Lebensstil aus der Kundensicht gesehen und ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie der digitale Lebensstil dazu führt, dass die Prozesse beim Hersteller verbessert werden können. Ich selbst bin 46 Jahre alt, unschwer zu hören, komme aus Stuttgart, ich fahre sogar einen Mercedes, das wird Sie freuen. Bin damit vielleicht für das Haus Mercedes in Deutschland der typische Kunde, aber nicht vielleicht repräsentativ für das, was den digitalen Lebensstil im Moment treibt. Also das, was wir gerade gesehen haben, das ist alles sehr spektakulär. Aber ich denke, wenn wir an 20-jährige Kunden denken, die zum Beispiel in China oder auch in den USA sich befinden, dann sieht es ein bisschen anders aus. Dann würde ich zum Beispiel Folgendes machen. Ich würde jetzt ziemlich unverschämt mein Smartphone rausholen und würde hier einfach ein Foto von Ihnen schießen. Ich sehe da jetzt noch ein paar angespannte Gesichter. Vielleicht überlegen Sie sich es nochmal, wie Sie sich bei Facebook und Twitter gleich präsentieren wollen. So, das sieht ganz gut aus. Danke für Ihre Mitwirkung. Ich würde dann auch einfach jetzt das Video, das mir gerade zugepostet wurde, unverschämterweise einfach mal abspielen. Ich hoffe, dass ich hier mit der Technik klarkomme. So, das war jetzt der einfache Teil. Bisschen Video abspielen, bisschen provokante Intro. Sorgt dafür, dass Sie sich mit einiger Wahrscheinlichkeit an diesen Auftritt hier erinnern. Das kann jede dritte Werbeagentur, jede drittklassige. Jetzt kommen wir zum anspruchsvollen Teil. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie sich an diesen Vortrag erinnern. Die einen denken vielleicht, wow, endlich mal richtig Musik in der Bude. Sie denken vielleicht, das ist billige Effekthascherei, da will jemand den fehlenden Inhalt überspielen. Herr Brüderle, wenn er da wäre, dem hätten vielleicht ein paar Dirndl gefehlt. Und genau, die meisten denken jetzt, dass so eine Reaktion, so eine Aussage hier völlig unangebracht ist, speziell in so einem Rahmen. Und genau das wird mich jetzt eigentlich interessieren und vor allem wird es meinen Arbeitgeber interessieren, denn schließlich repräsentiere ich heute das Unternehmen. Und das, was Sie jetzt gerade denken und fühlen, das hat einen Einfluss darauf, was Sie tun. Ob Sie auf uns zukommen, wir vielleicht sogar miteinander ins Geschäft kommen, oder ob Sie eher denken, das ist nicht der richtige Partner, die sind mir zu flapsig unterwegs. Und weil das so wichtig für uns ist, haben wir draußen dann nachher beim Gehen Fragebögen ausgelegt. Keine Sorge, das sind nur 8 Seiten, circa 30 Minuten. Die nächste Pause sollte also ausreichen. Dann können Sie uns mitteilen, was Sie über uns denken und fühlen. Und darf ich ganz kurz um Handzeichen bitten, wer bereit ist, den Fragebogen vollständig auszufüllen? Gut, zugegeben, mit der Reaktion haben wir gerechnet. Wir haben uns deshalb was überlegt. Und zwar wird unter allen vollständig ausgefüllten Fragebögen eine kostenlose Fahrzeugwäsche verlost.
Darf ich noch mal kurz um Handzeichen bitten? Oh, da haben wir jemand, Michael Scholz, erkannt. Danke für die Mitwirkung nochmal. Ja, also auch die Reaktion kommt nicht ganz unvorbereitet. Deswegen haben wir vorsorglich schon mal einen Vertrag geschlossen mit einem Telefondienstleister, der Sie in den nächsten Tagen, Wochen dann so lange kontaktieren wird, bis Sie die Gelegenheit hatten, die für uns relevanten Themen mit ihm zu besprechen. Ich denke, an der Stelle können wir aufhören. Ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Das ist in etwa, und das ist jetzt natürlich stark überspitzt, aber in etwa der Stand der Technik, wie die meisten Unternehmen versuchen, an Daten ihrer Kunden zu kommen oder der Märkte zu kommen, an Daten über ihr Unternehmen, über ihre Marke, über ihre Produkte, über Produktfeatures, über Präferenzen und, und. Und Sie alle wissen genauso gut, dass das eben nicht der Stand der Technik ist, was möglich wäre. Es geht mittlerweile viel, viel eleganter. Zum Beispiel so, wie das NASCAR macht. Da ging am 14. Januar das sogenannte Fan and Media Engagement Center in Betrieb, live ans Netz. Das ist so eine Art, Sie sehen es hier, so eine Art Mission Control Center. Da werden aus einer Vielzahl unüberschaubar, scheinbar unüberschaubarer Daten, werden aussagekräftige Informationen extrahiert, die werden dann mundgerecht aufbereitet und den Kollegen im Marketing, im Produktmanagement, Produkte bei NASCAR sind die Autorennen und das Drumherum, also das Merchandising, und im Sales werden diese Daten oder diese Informationen zubereitet, will ich sagen, damit diese dann bessere Schlüsse ziehen, Entscheidungen treffen und Maßnahmen anstoßen können. Powered by HP würde mir jetzt diese drittklassige Werbeagentur in den Mund legen. Schauen wir uns das mal im Detail ein bisschen an. Das sieht etwas komplexer aus und das ist typisch für den Bereich soziale Medien. Das ist noch ein sehr junges Thema und es ist auch viel, viel mehr als Sentimentanalyse. Das haben Sie sicher alle schon gehört. Es geht halt wirklich um viel mehr als nur Sentiment. Sie haben eigentlich immer einen, man würde fast schon sagen, einen Verhau an unterschiedlichen Tools, spezialisierten Tools, die Sie orchestrieren müssen, die Sie zum harmonischen Zusammenspiel bewegen müssen. Es gibt momentan und wahrscheinlich die nächsten Jahre keine fertige Lösung, kein kompaktes Produkt, sondern Sie müssen immer verschiedene Features zusammengestalten, um die Aufgabenstellung, die Sie gerade im Blick haben, ob das jetzt aus dem Qualitätsmanagementbereich kommt oder aus dem Brand-PR-Bereich oder im Sales-Bereich, ja, um diese Aufgabenstellung optimal abzudecken. Hier bei NASCAR, Sie sehen, ja, vielleicht konzentrieren wir uns einfach auf diese drei Ebenen, oberhalb, zwischen und unterhalb dieser roten Pfeile. Ganz oben sind die Konnektoren. Damit stellen Sie erstmal sicher, dass die Daten, die Sie brauchen, um sie nachher auswerten zu können, damit Sie die erhalten. Das sind soziale Medien, das sind konventionelle Medien, das sind vielleicht Callcenter-Mitschnitte, also Unternehmensdaten, Videoinformationen. Die holen Sie mit diesen Konnektoren erstmal rein in das System. Dann in der Mitte, da ist der ganze Bereich der Verarbeitung, Intelligenz und Logik. Das beginnt damit, dass Sie zum Beispiel einen ganz normalen Fernsehmitschnitt oder Radiomitschnitt oder auch Mitschnitte aus Ihrem Callcenter, dass Sie die erstmal maschinell verarbeitbar machen müssen. Das sind ja Audiodateien und die wollen Sie in der Datenbank haben, damit Sie sie auswerten können. Das kann maschinell stattfinden. Und dann werden aber diese vielen Daten aus unterschiedlichen Quellen kombiniert. Zunächst mal wird auch der Müll bereinigt, der Sie nicht interessiert, also Datenbereinigung. Und dann werden die verarbeitet, verdichtet, konsolidiert und eben, wie gesagt, aussagefähig aufbereitet. Und im unteren Bereich werden Sie dann repräsentiert. Das ist die Ebene, wo Sie sicherstellen, dass die Daten in einer Form zur Verfügung gestellt werden, die der jeweilige Nutzer für die jeweilige Aufgabe benötigt. Und da schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an, im Schweinsgalopp aus Zeitgründen. Wie gesagt, es geht auch jetzt nicht darum, genau diese Dashboards, die ich Ihnen zeigen werde, sich zu merken. Es geht eigentlich immer in dem Bereich darum, dass Sie Daten, die Sie erhalten, aus Ihren Fahrzeugen, aus den sozialen Medien, aus konventionellen Medien, dass Sie die ein Stück weit vorstrukturieren, damit der jeweilige Nutzer in der Lage ist, geführt
selber zu suchen. Also sie werden in dieser Technologie werden sie selten das fertige Dashboard finden, wo genau steht, hier ist der KPI auf was weiß ich, 5,7. Das ist der einzige Bereich, wo das geht, ist Sentimentanalyse. Das kann man eigentlich genau errechnen. Da können Sie genau sich vergleichen, Ihr Produkt, Ihre Marke gegenüber dem Wettbewerb. Bei vielen anderen Fragestellungen hilft Ihnen das nicht weiter. Also da hilft keine normale Ampelfunktion, da brauchen Sie andere Darstellungen. Das können wir kurz überspringen. Das ist zum Beispiel ein Twitter-Monitor, wenn Sie also im PR-Bereich, im Brand-Bereich sind, dann wird Sie sowas interessieren. Da können Sie auch in der Zeitliste oben zurückgehen, die letzten Tage, den letzten Monat. Was war eigentlich gerade bei Twitter? Was waren die Themen, die eigentlich die Leute interessiert haben? Das kann Sie interessieren, wenn Sie zum Beispiel ein Event organisieren und das Feedback dann mit tracken wollen. Dann kommen wir zu dem anderen Bereich, wo die Daten vorstrukturiert werden, hier mit zum Beispiel mit einem Suchbegriff wie Chevrolet. Dann wird aus der Menge an Daten werden Cluster gebildet. Wo treten Häufungen auf in den Daten? Was sind die Begriffe, die da häufig genannt werden in dem Zusammenhang? Das kann man dann nochmal unterstrukturieren. Sie sehen hier interessanterweise den Begriff Volkswagen beim Suchbegriff Chevrolet auftauchen. Da dachte ich zuerst mal, das muss irgendwie ein Fehler sein. Wenn man aber dann mal reinklickt hier unten, dann kriegt man auch dann die Originalquelle im Twitter und da wurde eben tatsächlich darüber berichtet und auch gezwitschert, dass Chevrolet einen Manager von Volkswagen in den USA geworben hat. Also das sind dann solche Zusammenhänge, die Sie dann eventuell herausbekommen. Dann noch diesen Themenverfolger, ich kann es nicht anders übersetzen. Das sind die 10 Top-Themen in einem Medium, das kann Twitter sein, das können die News sein, das können Foren sein, in ihrem zeitlichen Verlauf über der Woche mit im Prinzip der Headline darüber und in der Farbe mit dem Sentiment. Sie sehen also, das zweite von oben ist Oscar Pistorius, wie sich dieses Thema an zweiter Stelle in den News entwickelt hat. Das wurde dann mal grün, als dann rauskam, dass irgendwie dieser Ankläger da in irgendwelche Dinge verwickelt wurde. Dann wurde es wieder rot, als der Pistorius dann gegen Kaution entlassen wurde und, und. Und dann kam die Oscar, da ganz oben kam Oscar dazwischen, dann ist es nach unten abgesackt. Oscar hat sich dann aufgespaltet in 3 verschiedene Bereiche. Hier unten ist der Papst Benedikt, der zurücktreten will oder jetzt mittlerweile zurückgetreten ist. Also das ist auch eine Art, wie Sie Daten aufbereiten können. Wir sehen hier noch eine andere Darstellung. Hier habe ich nach Audi gesucht. Da war ein Audi-Commercial in den USA, hat diesen Nummer-1-Cluster hier erzeugt, dieser blaue große Punkt. Hier wird im Prinzip gesucht, wie viele User unterhalten sich über ein bestimmtes Thema. Also da wird jetzt nicht, wie oft wird es gepostet, sondern wie viel User beziehen sich oder referenzieren sich gegenseitig auf ein Thema, damit Sie da feststellen können, wie das Thema in den sozialen Netzwerken ankommt. Und dann gibt es noch eine weitere Darstellung, wo Sie wirklich die Beziehung zwischen Usern auch analysieren können. Und dann sehen, hier gibt es eine Clusterbildung, also ein sehr in sich geschlossenes Netz, dann gibt es kleinere Netze, es gibt weiter verzweigte Netze. Das sind also alles Themen, die Ihnen helfen sollen, aus dieser Vielzahl an Daten mit aber Ihrer eigenen Kompetenz auch interaktiv, explorativ entsprechend Aussagen zu generieren, die für Sie wertvoll sind. Ja, das war jetzt ein Beispiel von Nesca. Ein Beispiel aus dem Bereich eher Brand, Marketing, Public Relations. Soziale Medien lassen sich auch in anderen Themen anwenden, jetzt hier vor allem im Engineering-Bereich. Natürlich lassen sich auch Kundenpräferenzen über soziale Medien analysieren. Auch vom Bereich Qualitätsmanagement. Themen werden eher in sozialen Netzwerken diskutiert als beim Händler oder früher, sagen wir mal früher, dort schon diskutiert als beim Händler. Also wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, bis ich dann wirklich zum Händler gehe und bis der Händler das dann in die Datenbank eingibt, das ist schon mal ein ganz ordentlicher Schritt. Häufig unterhalten sich Menschen dann einfach mit ihren Freunden, verbal natürlich, und die eher jüngeren Menschen zunehmend eben nicht, das war ja auch bei Magna der Vortrag über digitale Medien,
dass Sie mit irgendwas unzufrieden sind. Und diese Information könnten Sie abgreifen. Wie gesagt, zusätzlich, also nicht das Händlersystem abschalten, aber als zusätzliche Information, um an diese Information zu gelangen und die entsprechend dann für einen Qualitätsmanagementprozess zu benutzen. Und dann hier rechts ist der ganze Bereich, den wir eigentlich schon diskutiert haben, wobei es ist durchaus vorstellbar, das Bereich Vertriebsprognose auch so zu unterstützen. Wir haben 2009 bewiesen mit sozialer oder mit Social Media Intelligence, dass wir das Einspielergebnis von Filmen in Hollywood besser vorhersagen können als die Hollywood Stock Exchange. Also wir haben damit mit unserer Algorithmik, die HP Labs, haben das geleistet, haben bessere Vertriebsprognosen abgegeben als die Experten, die damit ja Geld, also da wird ja gewettet, richtig. Insofern denke ich, das ist noch in den Kinderschuhen und da gibt es jetzt auch keine fertige Lösung von uns. Aber das ist sicher ein Ansatz, der es wert wäre, weiter verfolgt zu werden. Und in ein paar Jahren, da stimme ich mit meinen Vorrednern überein, da wird vieles von dem, was wir jetzt uns momentan noch nicht so richtig vorstellen können, wird das dann ganz normal und Realität sein. Wie gesagt, das war ein Beispiel und jetzt habe ich auch natürlich so einen Kreis dabei. Das ganze Kundenerlebnis von der Erstinformation, bis ich das Auto wieder zurückgebe, also da brauche ich Sie nicht weiter zu langweilen. Ich habe jetzt mehrere Technologien, die einen Beitrag leisten können in diesem ganzen Lebenszyklus. Ein Thema, was, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig genannt wurde, zumindest von Ihnen, war das Thema Showroom of the Future. Da gibt es, denke ich, in London gerade ein sehr schönes Beispiel zu besichtigen. Also ein aufwendiges Kundenerlebnis beim Händler. Wir haben Cloud-Based CRM, wo sich das Zusammenspiel zwischen Händler und OEM deutlich verbessern lässt, speziell das Thema Datenaustausch, einerseits Verfügbarmachung von Daten, andererseits aber eben doch noch die Daten geheim halten. Mobility und weitere Themen, das vernetzte Fahrzeug spielt eine Rolle. Big Data ist natürlich immer ganz wichtig. Also dieser Lebenszyklus wird im Prinzip unterstützt von diesen 7 Technologien. Es gibt sicher noch ein paar mehr, aber das sind für mich die wesentlichen. Und dann haben wir immer bestimmte Anwendungen, die zum Teil aus einer Kombination dieser Technologien bestehen. Wenn Sie zum Beispiel hier ganz links unten die digitale Kampagne nehmen, da setzen Sie im Prinzip fast das ganze Klavier ein, um ein Auto zu bewerben, bevor es dann live geht, zum Beispiel die E-Klasse. Also da ist natürlich der Showroom of the Future, Mobility und. Und manche Themen, die sind dann aber eher nur, nutzen nur eine oder zwei Technologien. Es gibt einen großen bunten Blumenstrauß, da gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Ich möchte noch ein Beispiel zeigen. Aus dem Bereich Augmented Reality, es ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Sie haben jetzt da mir schon ein bisschen vorweggegriffen, aber ich mache es ein bisschen besser. Ich kann ja noch ein bisschen spielen. Also das ist jetzt unser herstellerneutrales Dashboard. Die Eingeweihten werden hier BMW-Elemente erkennen, VW-Elemente, Mercedes-Elemente, Ford, Toyota, was habe ich noch vergessen? Ich glaube, das ist es. Audi ist auch noch dabei. Genau. Also wir haben uns viel Mühe gegeben, dass sich da keiner benachteiligt fühlt. Herr Goritz hat schon gezeigt, mit Augmented Reality können Sie natürlich bestimmte Overlays über das Realbild Ihrer Kamera legen. Das kann ein PDF sein, zum Beispiel von der Bedienungsanleitung. Das kann aber auch natürlich eine Webseite sein, das kann ein Video sein oder 3D-Objekte. Das kann hingehen bis zum interaktiven Content. Also es ist mittlerweile möglich, dass Sie da fast ein Spiel schon mitveranstalten. Und wie gesagt, ich warne davor, dass wir uns selbst als Maßstab hier nehmen. Ich brauche das nicht. Ich kann noch eine Bedienungsanleitung lesen. Aber ich denke da eher an die 18-, 20-Jährigen, die ein ganz anderes Konsumverhalten im Bereich neue Medien entwickeln und die eben die Next Generation Car Buyers sind. Die haben vielleicht mehr Spaß dann an sowas. Und wenn Sie jetzt da drüber gehen, dann passiert natürlich, wird eben zum Beispiel so ein Video eingespielt. Und wenn Sie dann weiterschauen, dann wird das nächste zum Leben erweckt und so weiter.
Ich habe da noch ein kleines Video dazu, das ist dann auch wirklich real abgefilmt von meinem eigenen Smartphone, deswegen ist die Qualität auch ein bisschen schlechter. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns eigentlich nicht das Kundenerlebnis anschauen, sondern den Nutzen für den Hersteller. Und das sehen Sie hier. Sie haben zum einen mal das, was man als Wow-Effekt bezeichnen kann. Das ist Wow-Effekt und Spaßfaktor. Es ist eben was anderes, wie eine gedruckte Bedienungsanleitung in die Hand zu nehmen. Das macht man vielleicht eher. Es ist dynamisch und damit immer aktuell. Also wenn Sie was ändern, wenn Sie eine bessere Beschreibung Ihrer Features haben oder wenn was Neues hinzukommt, dann können Sie das ändern. Das gedruckte Buch, das fassen Sie nicht mehr an. Und es ist eben sehr viel interaktiver und explorativer, damit erzeugt es auch eine ganz andere Wirkung. Ja, und damit ist es eben, das sehen Sie rechts oben, es ist eigentlich sehr viel stärker geeignet, die jungen Autokäufer anzusprechen, virale Marketing-Effekte zu erzeugen. Ich habe noch niemanden gesehen, der jetzt jemand anderem aus seiner Bedienungsanleitung vorgelesen hat. Ja, aber sowas zu zeigen, seinem Freund zu zeigen, schau mal, ich habe hier ein neues Auto und wie cool ist das denn? Das kann ich mir schon vorstellen, dass sowas passiert. Es hilft Ihnen auch, eben auch, oder mir hilft es zum Beispiel als Kunde auch beim Händler. Manchmal will ich mich einfach selber ein bisschen informieren und dann steht da dieser schwierige Verkäufer unter Umständen hinter mir und wartet auf den Abschluss, dass er mir die Hand unter den Kaufvertrag führen kann. Und vielleicht will ich einfach mal selber ein bisschen was ausprobieren. Oder vielleicht ist er gerade beschäftigt und ich sehe, jetzt muss ich noch 20 Minuten warten, bis mir da mal endlich mal was erklärt wird. Und das könnte mir helfen, eben die Zeit zu überbrücken und mich schon mal ein bisschen selber damit auseinanderzusetzen. Es hilft Ihnen auch als Hersteller dann wirklich sicherzustellen, dass das, was Sie möchten, dass der Kunde erfährt, dass das auch ankommt. Bei der Technologie, die mittlerweile ins Auto kommt, können Sie eben nicht immer sicher sein, dass jeder Händler, bei den Niederlassungen, bei den eigenen wird es kein Problem sein, aber bei den Händlern draußen auf dem Land, dass die das alles wirklich verstehen, was da mittlerweile geboten wird, da wäre ich nicht immer sicher. Und das wäre eine Möglichkeit, eben diese Brücke vollends zu bauen. Und dann hilft es Ihnen, auch zukünftige Features oder andere zusätzliche Features noch zu vermarkten, ja, auf diese Art und Weise. Also das waren jetzt, wie gesagt, zwei Beispiele. Ich möchte ganz kurz noch das Video zu diesem Augmented Reality abspielen und Sie werden auch gleich sehen, warum ich glaube, dass es ein bisschen besser ist als das, was Sie schon gezeigt haben. Das ist also das sind jetzt Videoschnipsel, die ich einfach aus dem Internet gezogen habe. Also es ist nicht professionell produziert, das kann jeder. Ja, also das war nochmal der Hinweis von den britischen Kollegen von Autonomy, was sie jetzt verpasst hätten mit dieser kostenlosen Fahrzeugwäsche. Damit möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Eindruck über den Beitrag der IT zu Ihrer Prozessverbesserung gezeigt und freue mich auch auf weitergehende Fragen in der Pause. Dankeschön.